got. Now what's the number? Ich habe meine AG, weil ich habe etwas los. Question. Cheetahs now, and I'm waiting because other people are already going. I like flossing. There's doctors coming out and in and out and in, and probably getting the allergy medicine to put on their arms. Kanada ist. Na cool. Und ihr seid hier aufgewachsen? Ja. Okay. Warum nicht mehr? Warum seid ihr weg von Kanada? Wir leben bei Dubai und dann hat meine Mama gesagt, wir sollen vielleicht nicht mehr weit. Ist, ja? Und du machst das erste Mal? Ja. Also wenn ich eine kleine Mädchen habe, dann habe ich das auf Dubai gemacht, aber die haben nur Spritzen gemacht, also nicht so welche Dinge. Ja, Spritzen bekommen sie jetzt einmal keine. Ja. Aber wir müssen eventuell schon eine Blutabnahme machen, das sage ich gleich. Also später. Ja. Genau. Jetzt machen wir zuerst einmal den Hauttest und schauen uns an, was da rauskommt. Wenn du allergisch reagierst, wird das jucken, wie ein Gelsenstich, okay? Okay. Darf sich nicht kratzen. Das ist ganz wichtig. Sonst müssen wir den Test wieder machen. Ja. Gut. Nicht kratzen. Und wie alt bist du? 7. Okay. Na? Also ich werde 10. Oktober. Okay. Also bald. Das heißt, in welche Klasse kommst du jetzt? Am 2. Okay. Hier oben das Plus, das wird dich auf jeden Fall jucken. Das ist normal, okay. Ja. Das zeigt an, dass der Test funktioniert. Jetzt muss ich das ein bisschen in die Haut kratzen, ja. Ist auszuhalten, gell? Das tut nur ein bisschen weh. Does it hurt really? Just a little bit. What's it feel like? Feels really weird. Would you say it's painful, itchy? Just a little painful. But it doesn't hurt so much that you could cry, right? Du bist wirklich, wirklich brav. Kann man gar nichts sagen. Es blutet nur ein bisschen da. Aber das ist okay, weil ich jetzt deine Haut ein bisschen angekratzt habe, ja? Also da musst du dir keine Sorgen machen, ja? In ein paar Minuten kommen wir wieder, die Schnitttropfen ab. Also okay. Bleib da an. Hier einfach so liegen, okay? Jetzt lassen wir uns mal überraschen, was da rauskommt. Aber dann werde ich einen Zettel auf Englisch bringen, damit den deine Mutter auch lesen kann. It feels really weird. Actually wondering what them. The blue one, what the white one is, and then here are like little ones in there. Is she gonna come back and check? Well, when they're like when there's like really bad red spots, it means I'm allergic. So. Und wie viele noch? Eigentlich also hat das nur das hier gejuckt, oder? Mhm. Das ist der Kontrollpunkt, das soll so ausschauen. Robi, du bist 10.10.2010 geboren. Bumm! Ja.
Das ist ein kannst du merken. Zente. Ja. Eine Blutabnahme kennst du schon, gell? Ja, das habe ich schon. Gut, dann wird ein bisschen eng. Magst du pumpen? Zacka, zacka. Aufzug. Und der Kollege macht mit, ja? Ja. Weil wir arbeiten gern zu zweit. Ja. So, feste Faust. Also nicht? Das ist ein gutes Training für den Muskel da. Ja, gut, dann starte ich mal auf den Papier. Du brauchst also nicht, dass ich dich halte, aber sonst musst du dich herumstehen und nichts arbeiten, das ist auch nicht gut. Nächste Person, hast du das schon mal gemacht? 10 Jahre. Okay, also keine Allergie. Gut gemacht. Wir machen es eine Knie. Das ist voll, ja. Kannst du sie bekannte Allergie? Ja, das geht schon. Geht schon? Genug? Gut. So, aufmachen und du drückst da. Okay. You're really good. So. The results now, and it did not hurt at all. So you don't need to be worried. So if you're 5 years old, you could do it, but I wouldn't want to do it because you could scream. For an 8-year-old, a 7-year-old, and a 9-year-old, you could do it, but you wouldn't really cry because people are brave. See, from what I had one, I'm bleeding. And I feel much bleed. So, and now we're waiting for the doctor, so I'm going to go and eat it. Okay. He got one too. The doctor didn't find anything on my allergy and they're still going to look at the blood. And I did not cry, so nothing to worry about. If you see other YouTube videos, don't listen to them. They're just... So, make sure you give us a big thumbs up, hit the notification bell.